Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Schau nicht mich an. Das Dynamit war deine Idee. Wenn du mir noch nicht einmal verrätst, dass du eine Schwester hast, was verschweigst du mir sonst noch alles? Es gibt massenhaft Fische in dieser Bucht. Ich verdanke dir mein Leben. Du führst, ich folge. So lange, bis ich entscheide, dass meine Schuld getilgt ist. Sie erwarten nicht gerade Papageifische. Irgendwas mit Flossen sollte genügen. Noch mehr verkohlter Fisch. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her. Ich habe euch nichts nutzen, schon einmal gesagt, dass Rum nicht auf Bäumen wächst. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun... Ich habe geschworen, dich zu beschützen, und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist, es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung.
Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard! Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Besser geht immer. Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns.
Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Uns fehlen Waren. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Selten werden Versprechen noch erfüllt. Danke. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach.
Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern.
Du machst Mücken aus Elefanten. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden oder verhöge, was immer du noch hast. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Beeil dich, verdammt! Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Beeil dich, verdammt! Bereit, meine Wohltaten zu... Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast... Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Wäre ich von dir abhängig? Bright Sands wird unserer Familie noch von großem Nutzen sein. Du wirst schon sehen. Es mangelt an Arbeitskraft.
warum er ist. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Bleib fort! Das hier geht dich nichts an. Sind alle an Bord? Gut. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt.
Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Sie sind beschäftigt. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Beeil dich, verdammt! Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruhe. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen.
Die Waren stapeln sich hier. Sag mir das. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Sag mir, dass du einmal... schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Nur ein wenig Beachtung, mehr braucht sie. Alles wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst! Thank you.
Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ihr Schiff wird einer Inspektion unterzogen.
Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Beeil dich, verdammt! Thank you.